Herzlich willkommen am besten Dienstag in der Woche. Herzlich willkommen zur erotischsten Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu Worldwide Wohnzimmer. Hey, gib mal Pfeif hier. Ja, genau, das klatscht schön rein. Der Tüte klatscht. Drei Kinder. Wer uns kennt, weiß, das Jahr 2017 verlief eher unglücklich. Also wir hatten ja einen Webvideopreis, haben wir wieder abgelost. Verloren, ja. Thomas Gottschalk geblockt. Ja. Und Luca hasst uns. Ja. Doch vergangene Woche, da passierte etwas Magisches. Benni, mal wieder, mach ich ja immer sehr gern. Erzähl keinen Schieß, sofort los! Was passierte vergangene Woche Magisches? A. Tanzverbot aß einen frischen Apfel zu seiner Fertiglasagne. B. Mr. Trashberg wurde wieder relevant. Oder C. Ein Twitter-Follow von einem A-Prominenten. Alles sehr unrealistisch. Ich würde auf A tippen. Das ist leider falsch. Haltet euch fest. Guck mal, wer uns folgt. Lena, like Maya. You say, the light, I'm lagging all bit on the way around you, cause I'm stolen into the light. Help mir mal ein bisschen. Ich bin ja auch immer sehr, ja, wie soll ich sagen, pessimistisch, Vollidiot, unklug. Ich glaube an Magie und ich glaube, Gott hat uns mit diesem Follow eine zweite Chance gegeben. Lena, wir schwören dir A. Keine minütlichen Nachrichten mehr. B. Keine unzählbaren Verlinkungen mehr in irgendwelchen Twitter-Postings. Und Benni, der Blocker, hält 300 Kilometer Abstand von dir. Wenn du das versaust mit der Lena, dann ist wirklich Polen offen. Dann knallt. Ich halte mich am da Arsch kommt. Die Räuber. Ihr seid es dran. Begrüßt Lena mal in unserer fröhlichen WWW-Familie mit tollen Kommentaren. Hallo Lena. Oder begrüßt ihn in unserer WWW-Familie. Sie ist nämlich jetzt ein Teil davon. Eure Kommentare in die Kommentare. Ihr habt sicherlich von KS Freak Song gehört. KS Freak hat ja einen Diss-Track hochgeladen. Herr Newsdam hat schon berichtet. Tubo hat schon berichtet. Worldmark hat wahrscheinlich in 4 Tagen auch davon berichtet. Ja, KS Freak hat Gashis Song kopiert. Ja, KS Freak hat vergessen, Gashi im Titel und in der Infobox Props zu geben. Und ja, ich trage seit 4 Tagen gleiche Unterhose. Wissen wir alles schon, ist nichts Neues mehr. Was mich viel mehr interessiert, Dennis, und vielleicht kannst du mir ja dabei helfen. Warum wollen YouTubers eigentlich immer Musikers werden? Weiß ich nicht, keine Ahnung. 5 Gründe, weshalb YouTuber unbedingt Musiker werden möchten. Grund Nummer 5. Dicke Goldketten und protzige Karren kann man von der Steuer absetzen. Grund Nummer 4, weshalb YouTuber unbedingt Musiker werden möchten. So kann man nach dem YouTube-Fame wenigstens rappen, während man in der Fußgängerzone sitzt und nach Geld bettelt. Grund Nummer 3, weshalb YouTuber unbedingt Musiker werden möchten. Man steht statt vor endlich mal in einem Supermarktregal. Grund Nummer 2, weshalb YouTuber unbedingt Musiker werden möchten. Mit etwas Glück landet man ja in der DSDS-Jury. Und Grund Nummer 1, weshalb YouTuber unbedingt Musiker werden möchten. Man kann nach YouTube-Groupies endlich mal Hallen füllen. KS-Freak, ich habe eine Idee. Wär doch einfach Motivationstrainer. Ja, so könnte so ein Motivationstraining vom KS-Freak aussehen. Schaut mal rein. Es gibt tausende von Menschen, die euch immer wieder Steine in den Weg legen. Einfach die ganze Zeit, Leute. Ich will euch nur sagen, macht nicht das, was ihr nicht selbst wollt. Es gibt sowas wie Karma zu 100% und ich glaube dran. Ich will euch einfach nur zeigen, malt einen Elefant, dann sieht euer Elefant anders aus als mein Elefant. Wow. Ja, da bin ich direkt motiviert. Definitiv. Der hat coole Sprüche drauf wie Mahatma Gandhi. Mahatma nix, Mahatma Gandhi, ne? Oh. Ich möchte jetzt von euch wissen, was ist denn der perfekte Beruf für KS-Freak? Schreibt Berufe in die Kommentare. Wir werden das alles sammeln und dem KS-Freak tatsächlich eine Mail schreiben mit ganz vielen Vorschlägen. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Jetzt wird echt mal Real Talk gelabert. Ohne Scheiß, jetzt zeige ich mal, wie die Situation echt ist. Am vergangenen Mittwoch war es endlich soweit. Der ApoRed-Prozess. Nochmal ganz kurz die Rückblende. ApoRed saß ja im Knast, weil er einen Gerichtstermin verschlafen hat. Und deswegen hat man ihn im Gefängnis festgehalten, damit er auch diesmal wirklich kommt. Ja. Mittwoch war der Prozess. Wir haben auch Videomaterial von der Tomek. Genau, der Tomek journalistischen Instanz auf Twitter. Auf Twitter zugespielt bekommen. Das ist Apo im Gerichtssaal. No fake. Wir müssen das prüfen, ob wir dagegen Rechtsmittel einlegen. Also wenn es eine Freiheitsstrafe gibt, dann muss man eben überlegen, ob das angemessen ist. Das werde ich mit meinem Mandanten erörtern. Wie er zu seiner Tat steht, haben Sie in der mündlichen Hauptverhandlung mitbekommen. Er bedauert es und hat mehrfach erklärt, dass ihm klar geworden ist, dass es ein blöder Scherz war. ApoRed sah nicht gerade glücklich aus. Also mir gingen langsam die Knastwitze aus. Deswegen habe ich natürlich gehofft, das gibt einen Freispruch. Doch es kam anders. Ich lese mal ganz kurz vor. ApoRed bekam 7 Monate auf Bewährung und er muss 200 Arbeitsstunden ableisten und sogar eine Geldstrafe stand im Raum. Und was?
Die Anwältin von ApoRed findet die Haftstrafe übertrieben, die Geldstrafe ebenso. Wir sind hier nicht in Amerika, so die Anwältin. Ja, leider, denn 200 Stunden ehrliche und handfeste Arbeit. Unter Tränen forderte ApoRed die Strafumwandlung zur Giftspritze. Im Prozess, da ergab sich noch ein anderes interessantes Detail. Die Frage nach seinem monatlichen Verdienst beantwortete Apo wie folgt. Durchschnittlich verdient ApoRed 1700 Euro netto. Wenn wir gewusst hätten, dass du am Existenzminimum lebst, hätten wir dich hier schwarz arbeiten lassen. Hier, hier gibt es immer was zum Sauermachen. Hier, der Tisch zum Beispiel, muss gewischt werden. Ja. Meine Frage ist, wie hat ApoRed mit diesem Hungerlohn seinen Lifestyle als Stil-Ikone finanziert? Ich habe mal so geguckt, okay, was kostet denn das, was er gerade anhat? Die Jeans, 65 Euro. So viel ich habe. Das kannst du mit 1,7 netto auf jeden Fall auch noch locker bezahlen. Hab ich, du. Bei der Jacke wird schon ein bisschen schwieriger. Die kostet 804 Euro. Boah. Und die Schuhe kosten 965 Euro. Ja? Mal eben 1834 Euro. Unsere Frage, was sagt ihr denn zu ApoReds Strafe? Zu milde oder zu wilde? Schreibt in die Kommentare, wir sind sehr gespannt. Unser Gast hat auffallend lockiges Haar. Unser Gast ist wirklich sehr, sehr, sehr fame. Unser Gast ist nicht Walter Freiwald. Nein. Unser Gast geht bei hübschen Damen gern auf Tuchfühlung. Unser Gast steht für geschmackvolle Outfits. Und unser Gast ist bereits mehrmals bei RTL gescheitert. Hier ist unser Gast! Ich bin enkelfrei, hab meine Bude geil. Ab jetzt geht es steil und ihr seid geil dabei. Ich bin enkelfrei, hab meine Bude geil. Ab jetzt geht es steil und ihr seid geil dabei. Ja! Mensch, klasse, dass du hier bist. Ja, freut mich auch. Unsere Fans haben auf dich gewartet. Wir haben die Woche schon bei Social Media ganz viel gepostet und die wussten, dass du kommst heute. Das freut mich. Ja. Wir freuen uns sehr. Deine geile Bude ist ja direkt nebenan bei uns. Ja. Und ist schön, ne? Das ist auf jeden Fall schön. Also, hast du schön gemacht. Der Billardtisch unten im Keller, wunderbar. Genau. Klasse. Tischtennisplatte. Wir trampeln manchmal. Wir sind, glaube ich, ein bisschen laut, oder? Ach, das geht. Das geht, oder? Ja. Das war's auch schon, Ingo. Danke für deinen Auftritt. Ja. Super, Ingo! In dieser Woche passiert noch unglaublich viel. Morgen gibt es die Top 5 der attraktivsten YouTube-Stars Girls Edition. Am Donnerstag um 17 Uhr gibt es einen Talk mit KuchenTV. Seid gespannt. Und am Sonntag gibt es ein Hater-Interview mit KuchenTV. In diesem Sinne, liebe Freunde, helft eurer Mutti mal beim Tindern. Da kriegt ihr bald, ganz bald einen neuen coolen Stiefpapa. Auf Wiedersehen und Farewell.